Die nächste ESC-Teilnehmerin ist in ihrem Heimatland der Ukraine ein echter Star. Sie komponiert, schreibt und produziert ihre Songs selber. Was aber für viele ihrer Landsleute noch viel, viel wichtiger ist, sie engagiert sich politisch sehr stark. Und wenn wir mal ehrlich sind, in unserer heutigen Zeit umso wichtiger für Freiheit und Demokratie. Gestern hat die Ukraine gewonnen und da wissen Sie, was in dem kleinen, in der kleinen Fankurve hier bei uns im Fernsehgarten los war. Am 15. Mai 2004, also heute vor genau 12 Jahren, da gewann sie den ESC mit 280 Punkten. Der Song heißt Wild Dances. Ich freue mich sehr, 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 dass sie bei uns ist. Ruslana! Zuschauer, kommen Sie, das ist ESC. Wilde Tänze, Peitschen, Lebensfreude, also ich weiß nicht, ich liebe das. Vielen, vielen Dank, Ruslana.